Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespielfreunde, zur dritten Staffel von Dawn of War 2 Retribution. Ja, immer noch die Elder-Kampagne. Gut, wir haben in der letzten Aufnahmesession erfolgreich die von Primaris mal wieder ausgelöscht. Selbst als Elder löschen wir den Planeten aus, weil wir nicht mit den anderen Elder auskommen können, weil die viel zu grün sind und zu weiß. Und wir gelb und blau sind. Auch wenn wir da irgendwie schwarz dargestellt werden. Oh, cool. Fällt mir jetzt gerade erst auf, dass wir auf einmal hier als Hintergrundbild den Space Hulk haben. Ja, der Unterdrückungsbonus, der bringt es auf jeden Fall. Du bist schon Stufe 8. Was ist eigentlich das für ein Teil gewesen? Ne? Schurigen Katapult. Es könnte hier geben, aber nö. Verwurschteln wir es mal. Da kriegt er noch einen Punkt dazu, weil er jetzt auch Stufe 8 ist. Ja. Oh, das ist cool. Verbindet die Infanterie in der Nähe Tarnen. Ist immer gut. Und sie gewinnen langsam Gesundheit zurück. Oh ja, heile Aura, das ist immer schön. Das ist aber immer noch... Nö. Ach, das ist die Kanalisierung. Okay. Whatever. Da war das ganze Zeit eine Fähigkeit von dir, die ich immer benutzt habe. Ja, und Aspektsteine will ich irgendwie nicht tauschen, weil ich finde das mit den Warpspinnen immer noch ein bisschen over-imba. So, Gericht der Kadaver, kriegen wir dann die Laserkanone für den Phantomlord. Und dann können wir vielleicht auch noch irgendwann den Inumzar vollständig freischalten. Oder wenigstens so weit, dass wir bessere Gesundheit für ihn haben. Gucken wir mal. Ja, die Gericht der Kadaver ist das nächste. Und da dürfen wir uns, soweit ich weiß, mit Orks rumschlagen, oder? Ja. Entsenden wir wieder die Truppen so, auch wenn der Phantom dort etwas groß ist. Und dann gucken wir mal die Cutscene an. Wie konnte das passieren? Fehler gegeben haben. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Verräterin, du bist uns also durch das Netz gefolgt. Los, tritt aus dem Schatten. Nenn mir einen einzigen Grund, warum ich dich nicht erschlagen sollte. Ich habe Kyras Worte auf Typhon gehört. Ihr wolltet die Seelensteine retten, die hier begraben sind. Ihr könnt wenigstens noch einen retten. Du willst eine einzelne Elder-Seele erretten, nachdem Tausende einfach verschwunden sind? Ich habe sie nicht, Kyras hat sie. Ich habe sie an ihm gesehen. Eine Trophäe von der Kronos-Kampagne. Ein Seelenstein von Kronos? Alle außer einem wurden geborgen, nicht wahr? Unsere Zeit in deinem Dienst ist zu Ende. Gehe nun mit deinem Leben. Mögen wir uns niemals wiedersehen. Was? Caelith, wir müssen... Sie ist... Lauf, Abkömmling des Imperators! Du enttäuschst mich. Aber sei es so. Dein Volk ist in jedem Fall verdammt. Ich werde meinen Weg von diesem Raumschiff finden. Stirb gut, Elder von Alayatok. Ja, die Elder sind wahrlich verdammt. Thaddea gab ihr Leben im Kampf gegen die Necrontyr. Und als Dank lassen wir ihre Seele verrotten. Du weißt, dass wir dieses Risiko nicht eingehen können. Möchtest du noch mehr Elder für die Toten sterben lassen? Die Toten?
Die Verdammten? Genug, Runenleser. Deine Prophezeiungen haben sich als falsch erwiesen. Im Gegenteil. Erst jetzt ergeben sie endlich Sinn. Taldea wusste um die Gruftwelten der Necrons im Umkreis des Weltenschiffs Ultwi. Die Toten werden den Tod tragen. Die Verdammten werden verdammt werden. Jede Seele eines Weltenschiffs verloren, ohne ein Wort erschlagen. Die Toten sind keine gefallenen Eldar. Es sind die Necron-Tiger. Den Tod zu tragen bedeutet, ihn zu bringen und nicht ihn zu erleiden. Die Verdammten sind die lebenden Eldar von Ultri. Nicht von wortlosen Kanonen, sondern von den stillen Necrons erschlagen. Selbst als Geist könnten Taldeas Wissen und Macht Tausende von Leben vor der Bedrohung durch die Necrons schützen. Die Prophezeiung besagt, dass wir dem Abkömmling des Imperators gehorchen müssen, um dies abzuwenden. Das hat uns nur den Ruin gebracht. Aber hätten wir es nicht getan, hätten wir nie von deiner Schwester erfahren. Deine Schwester, die uns alle retten kann. Die Überlegungen klingen gut. Sehr gut. Ich werde uns gegen Kyras Streitkräfte anführen, für die Lebenden von Weltenschiff Ultwi. Und ich werde dir folgen, für Taldea. Wir sind aber immer noch blau. Entweder das oder es liegt irgendwie an der Farbe. Wobei wir jetzt irgendwie blau-weiß aussehen statt blau-gelb. Weiß, wir werden es zerstören. Ja, ich gehe sofort. Aber wenn ich mir so allgemein die Symbole von den Helden so ansehe, sehen sie eher jetzt aus wie Ultwe-Einheiten als wie vorher. Eine gute Position. Die grüne Flut steigt an. Ui! Eindringlinge! Invasoren! Rüpel und du nicht gute! Niemand, aber wirklich niemand kommt einfach so aus der Luft auf diesen Space Hulk, ohne da ich das sag! Und jetzt verpiss doch! Sonst sag ich noch was Böses! Orks muss man doch einfach gern haben. Allein schon für ihre komische Aussprache. Ich bin jetzt unterwegs dort. Mehr Orkblut zum Vergießen. Ja, die Orks. Ich habe eine Infanterie-Schieße. Ich werde auch erwarten, der Feind kommt, um sich mir zu stellen. Orkschützen! Wir haben das Gerecht gewonnen! Ja, die Wurfspinnen sehen aber immer noch so aus, als ob wir immer noch dasselbe Weltschiff haben. Hi! Ich habe die Last ihrer Infanterie von unseren Schultern geladen. Jetzt ist das Ziel gehört mir! Der ballert rum. Der Schuss hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Ich habe meint, sie schicken Grüße aus. Ich habe die Last ihrer Infanterie von unseren Schultern geladen. Ist auf jeden Fall cool, das Ding öfter benutzen zu können. Die grüne Flut steigt an. Ich habe die Last ihrer Infanterie von unseren Schultern geladen. Jetzt ist es soweit. Ihre mickrigen Seelen nutzen sich ab. Unsere Feinde sind hier präsent. Ihre Schicksalsstelle sind verstellt und der Schuss wird hier erfordert. Sie feuern auf mich. Da ist mal wieder ein Pickup. Da war ein Pickup. So, die Kisten und dann können wir das Gebiet, das Portal einnehmen.
Jetzt sollten wir nämlich endlich Phantomdruiden mit hohen Lasern holen können. Die sind schneller. Jetzt ist es hier noch bekloppter. Oh. Ach so, ja, der Weird Boy. Ich habe sie für das Ziel ist nicht mehr. Wir müssen den Westweg. Der Hof heißt ihn. Der Feind hat uns ins Visier genommen. Ich bin da. Ich werde angegriffen. Ja, hör auf, ihn immer rumzuschubsen. Genießt den Moment des Triumphes. Wir werden sie abfangen. Bin jetzt unterwegs dorthin. Ich werde angegriffen. So kann das eine ganze Weile dauern, bis er endlich tot ist. Ja, endlich. Oh ja, jetzt sind Phantomdruiden wirklich viel schneller. Da ist ein neues Portal. Merkt ihr nicht, wenn ihr nicht mehr willkommen seid? Ich erwarte Gesellschaft. Diese Wilden entziehen unserem Warportal Energie. Wenn sie abbrechen wollen, müssen wir ihre Maschine zerstören. Die grüne Flut steigt an. Ja, Symbiontenbrot. Die passt auf jeden Fall hier, ja. Ich habe die Last ihrer Infanterie von unseren Schultern geladen. Jeans-Stealer. Der Feind ist hier. Der Feind von unserer Gruppe. Feige, ich werde hier festgenagelt. Ich habe die Last ihrer Infanterie von unseren Schultern geladen. Ich bin unterwegs. Was soll ich tun? Gibt es Befehle? So, als nächstes hier oben lang und das Portal einnehmen. Die Orks vorher ausschalten. Nur mit dem Treffen haben es meine Phantomdruiden gerade irgendwie ein bisschen. So, die beiden Anforderungsdinger noch einsacken. Den Punkt einnehmen. Die Orks beballern sich mit den Tyranniden. So, machen wir die mal kaputt. Ihr macht mal den Porter kaputt. Und ihr macht die Krieger kaputt. Oh, Jeans-Dealer. Ja, da muss ich meine Phantomdruiden mal rausziehen. So, jetzt schnell den Teleporter, bevor da neue Viecher rauskommen. Das wäre ärgerlich. Ist gut, dass du für den Kampf bereit bist. Da warte noch genug auf uns. Bin auf dem Weg.
Vor allem wird es jetzt schlimm, hier dran vorbeizukommen, während wir die ganze Zeit vom Mech beschossen werden. Und natürlich die da kommen. So, neue Warp-Spinnen. Oh, direkt dem Turm vor die Nase. Das war schlecht. So, einmal Heilung. Okay. Jetzt die Tyrannenwache weg. Und jetzt den Teleporter weg. Klopf, klopf! Wer ist da? Das! Naja, aus denen ruft er jetzt. Killerbots. Und dann, sobald er merkt, dass er hier draußen keine Ports mehr hat, öffnet er die Tore, um uns auf den Sack zu, ordentlich auf den Sack zu gehen. So, mach mal eine Illusion. Oh, die ist gelb, die können wir nicht mehr selber steuern. So, bitte mal weg mit den Killerbots. Oder den Garkbots. Eigentlich sind es ja Killer-Cans. So wie sie aussehen. Garkbots müssten eigentlich größer sein als das. Sie schießen auf uns. Ich habe sie niedergetrampelt. So, dann holen wir uns hier den Punkt. Habe ich mir eigentlich hier die. Wir können nicht scheitern. Hier unten die Kisten geholt. Waren hier Kisten überhaupt? Ich hätte schwören können, ich hätte hier Kisten gesehen. Aber nö, da ist nichts mehr. Gut. Phantom-Druid nachrüsten. Einen Phantom-Lord bitte und noch einen Trupp Phantom-Druiden. Wir vernichten alles. Die Wesen dann sollen zittern von Schulchenkanone im Einsatz. So, was könnte ich denn noch rufen? Das nicht. Ich könnte mit den 12 Punkten noch einen Phantom dort rufen, aber ich glaube, ich warte lieber und rufe noch einen Warp-Spinnentrupp, sobald ich es kann. Die grüne Flut steigt an. So, gehen wir mal oben lang. Noch eine neue Waffe für uns. Oh. Einmal wiederbeleben, bitte. Mein Schicksal ist noch nicht besiegelt. Einmal heilen. Wir werden es zerstören. Kiste. Oh.
Stormbosse. Viele, viele Panzer.